Meine Damen und Herren, der Moment, auf den Sie so lange gewartet haben. Ein legendäres Wochenende wünschen wir Ihnen. Wünschen wir euch. Hallo. So viel Sachen, die wir abdecken müssen. Wow. Unglaublich, was hier passiert ist, meine Damen und Herren. BlizzCon live. Toll. Cool. Ich bin sprachlos. Wer wird gewinnen? Das ist die Geschichte, die jetzt passiert. Meine Damen und Herren, seid ihr bereit für die Grand Finals, für das Endspiel? Ein Applaus für die Gewinner, World Champion. Seid gut miteinander. Viel Spaß und willkommen zu Hause. Ich komme aus China, aus Schweden, Australien, Alabama, Frankreich. Es gibt hier keine Fremden auf der BlizzCon, nur Freunde, die ihr noch nicht kennengelernt habt. Hallo allerseits, hallo, willkommen auf dem All-Access-Kanal für das epische Event des Jahres, BlizzCon 2018. Und hier ist Michelle Morrow und Malik Forte. Wir sind hier live in Anaheim mit dabei, im Convention Center für die nächsten 2 Tage, um euch alles hier vorzutragen, die Kostüme und natürlich auch die Der Abend, die Abschlusszeremonie mit 3 verschiedenen musikalischen Events. Ja, eine Auswahl. Ihr werdet eine Auswahl haben. Wir werden uns auch dann mit den Lieblings-Executives und Developers treffen und euch zeigen, was wirklich wichtig ist, was die Details sind im BlizzCon-Universum. Wenn ihr Fragen an uns habt, dann könnt ihr zum ersten Mal auch fragen. Ihr könnt das direkt machen und wir sind hier bei BlizzCon Esports Action. Alle Turniere auf allen Bühnen werden übertragen und das ist ein fantastischer Kanal. Wirklich das Allerbeste von BlizzCon könnt ihr alles mitverfolgen. Und Esports dieses Jahr wird ganz spannend sein. Absolut toll, live mit dabei. Und wir möchten jetzt einen BlizzCon Willkommensruf an alle internationalen Zuschauer aus aller Welt ausrufen. BlizzCon ist jetzt wirklich ein globaler Event. Deswegen bieten wir jetzt zum allerersten Mal auch die Verdolmetschung in 7 verschiedene Sprachen an. Das sind 180 Länder auch, die bei BlizzCon mit dabei sind und noch mehr als letztes Jahr. Noch eine Entschuldigung für die Dolmetscher, die das Ganze jetzt hier zu verdolmetschen haben. Aber viel Glück und natürlich wir sind alle begeistert, hier wieder auf der BlizzCon mit dabei zu sein. Aber wir sind begeistert. So schaut auch die Szenen vor ein paar Minuten, als die Tore eröffnet wurden und wie die Blizzard-Fans sich hier hineingestürzt haben in die Hallen, in die BlizzCon. Die Leute, die draußen gewartet haben, die haben das ganze Jahr auf diesen Moment gewartet und jetzt endlich ist die Horde losgegangen und das ist fantastisch, unglaublich. Und alle haben gesagt, wartet, Ruhe, immer mit der Ruhe. Das ist wirklich ein Meer der Menschheit, das sich hier versammelt mit den verschiedenen Bühnen, von wo auch wir das alles mitverfolgen können. Es gibt so viel zu sehen auf der BlizzCon. Um euch eine Vorstellung zu geben, es sind Tausende und Tausende von Quadratmetern. Also 21 Footballfelder, die wir abdecken. Schauen wir uns das mal an, wie das hier sich darstellt. Hier, wir sind hier, diese coole interaktive Karte mit Mythic Stage, mit der mythischen Bühne, dann World Championship Arena, hier finden die World Championships statt und auch Mythic Dungeon. Dann Heroes of the Storm, die Finals finden hier statt. Und hier, laut, wir wollen euch hören, StarCraft World Championship Series und natürlich auch
Overwatch World Cup Arena. ABBA, Baby. Hier Global Games Hearthstone im Hearthstone-Bereich und natürlich hier die Epic Stage, also die epische Bühne, Legendary, das kommt dort alles zusammen. Und also fantastisch, was hier alles zusammengestellt wurde. 76 vom letzten Jahr. Und jetzt die Podiumsdiskussionen und Runden, die wir für euch vorbereitet haben. Diablo, what's next? Und das ist absolut spannend. Alex hat schon lange darauf gewartet. Ich bin auch völlig begeistert, was bei World of Warcraft passieren wird und was da alles auf uns zukommt. World of Warcraft, Legendary, Diskussionsrunde, die Alliance natürlich auch, die Allianz und ich freue mich auch darauf. Und natürlich auch Gear Store, wo ihr alle Artikel kaufen könnt. Und das ist auch nochmals eine Diskussionsrunde, die wir haben für die Scores. Ihr könnt das von zu Hause auch locker mitmachen. Das ist wirklich fantastische Sachen, die wir für euch vorbereitet haben. Wir geben euch auch Live-Übertragung von diesen Podiumsdiskussionen. Und dann haben wir hier noch eine Gästeliste, eine spezielle J.A.B., J. Allen Brack, neuer Präsident, der dann vorbeischaut. Danach haben wir Jackie Craftpanzer, Darren DePaul während des Community Night Teams und noch ein paar Informationen dazu kommen später. Sie sagen uns dann, was die Geheimnisse sind und sie lüften ein paar Geheimnisse für uns. Und jetzt, wo ihr wisst, wer unsere besonderen Gäste sind, dann stellt uns Fragen, denn ihr könnt die Fragen einreichen an alle unsere Gäste, tweetet das an uns mit Hashtag BlizzCon und wenn ihr Fragen und Kommentare an uns habt, könnt ihr auch Hashtag BlizzCon dafür benutzen. Also wir gehen total social vor dieses Jahr. Ihr könnt alle Fragen an uns richten und ihr seht hier die Vorschau, nur bis 12.30 Uhr Pacific Time könnt ihr kostenlos zuschauen. Ansonsten kauft das BlizzCon virtuelle Ticket, dann habt ihr Zugang zu allem die ganze Zeit. Das virtuelle Ticket, mit dem könnt ihr Zugang haben auf alle Bühnen, auf allem, was hier passiert. Das ist wirklich wahnsinnig viele Sachen, die da passieren. Und alle, die ein virtuelles Ticket kaufen, sie haben dann auch, ihr habt Zugang zu den ganzen Karten, zu den Videoinhalten, wie auf BlizzCon.com von Cosplay mit den euren Lieblingscharakteren und ihr könnt das alles mit dem BlizzCon virtuellen Ticket machen. Aber es gibt noch etwas, was wir euch erzählen möchten, wirklich etwas Fantastisches. Zum allerersten Mal haben alle mit dem virtuellen Ticket die Möglichkeit, die BlizzCon-Demo von zu Hause aus mitzuspielen. World of Warcraft Classic, dieselbe, die die Teilnehmer hier an der BlizzCon benutzen. Das ist wirklich fantastisch, das ist irre. Also alle online und das könnt ihr direkt von zu Hause aus machen. Das ist ein bisschen mit Nostalgie verbunden natürlich. Ich weiß nicht, ob ihr heute mit dabei seid oder von hier oder zu Hause, aber wir haben auch eine mobile App für euch entwickelt für iOS und Android, BlizzCon 2018 mit den Castings. Ich habe so lange darauf gewartet, auf diese Infos. Und das ist wirklich fantastisch, Alex. Mit Chromecast könnt ihr das auch auf den Fernseher übertragen und ihr könnt die Videos, von denen Malik gesprochen hat, auf BlizzCon.com sehen. Ihr könnt auch euer eigenes Erlebnis zusammenstellen mit unseren Zeitplänen und könnt euch konzentrieren auf die Podiumsdiskussionen, die für euch interessant sind. Und ihr könnt euren eigenen Zeitplan zusammenstellen und mit dem virtuellen Ticket könnt ihr wirklich das Erlebnis persönlich gestalten mit BlizzCon und kauft jetzt euer Ticket, egal wo ihr seid.
Und jetzt, los. Und ich habe hier wirklich die Technologie gepusht dieses Jahr. Wir haben auch sehr interessante Neuigkeiten für uns, die von zu Hause zuschaut. BlizzCon TV ist jetzt angekommen über Apple TV und über Amazon Fire TV. BlizzCon ist jetzt direkt in eurem Wohnzimmer mit kostenlosen Video und E-Sports, aber ihr müsst sicherstellen, dass ihr nie einen Moment verpasst. Kauft dieses Ticket, dieses virtuelle Ticket, das ist fantastisch. Du willst BlizzCon schauen? Hier, ihr könnt die, ich glaube, das Einzige, was fehlt, ist vielleicht der Samsung-Kühlschrank, der noch nicht vernetzt ist. Aber ansonsten ist schon alles mit BlizzCon vernetzt und das ist wirklich fantastisch. Endlich, ja, super, ich liebe das. Und dieses Jahr auf dem All-Access-Kanal haben wir Hashtag-Kämpfe. Hier wird die ganze Woche lang gesehen, wer wo was macht. Und das könnt ihr auf eurer sozialen Medienplattform teilen. Also Nummer eins, was begeistert euch am meisten auf der BlizzCon dieses Jahr? Hashtag BlizzCon Reveals. Dann Hashtag BlizzCon Panels. Hashtag BlizzCon Esports. Und Hashtag Community Night. Ob ihr Sachen hier abzugeben, Antworten abzugeben habt, Feedback. Und die Panels, diese Diskussionsrunden, ich liebe sie. Das ist fantastisch. Und jetzt ist es an der Zeit, unsere All-Access-Reporter hier vorsprechen zu lassen. Gehen wir jetzt zum Mythic Stage, zur mythischen Bühne, wo Anna Prosser zu uns sprechen wird mit ein paar Tausenden von neuen Freunden. Ja, Anna, ich habe so viele Freunde. Hey, hier alle, herzlich willkommen auf der mythischen Bühne. Ich bin so begeistert, hier zu sein und freue mich auf die Eröffnungszeremonie in wenigen Minuten. Das wird fantastisch sein. Von dieser Bühne aus sehen wir das live mit dabei. Da sind wir live mit dabei und wir sind ganz begeistert, was BlizzCon ist ein Familientreffen. Das wird toll sein. Ich habe jetzt mit meinen paar neuen Freunden gesprochen. Pitt, wie geht's dir? Du siehst fantastisch aus. Sag uns, wie du das Kostüm zusammengestellt hast. Ich bin Diva, ganz klar. Du siehst fantastisch aus. Du siehst fantastisch aus. Super. Und du auch, sagt er. Wo kommst du denn her? Ich komme von Orange County, also nicht zu weit. Und was begeistert dich hier am meisten an der Eröffnungszeremonie? Zara möchte ich sehen. Und wie sieht's aus? Greek? Ich glaube, die sind so begeistert, die Eröffnungszeremonie zu sehen. Ruft ganz laut. Worauf freut ihr euch am meisten bei der Eröffnungszeremonie? Blizzard, ihr habt gehört, das Stimme des Volkes, sie wollen alles und noch mehr. Ich freue mich auf die Enthüllungen und wir werden alles sehen, was es zu sehen gibt. Ich zeige euch auch, was hinter den Kulissen stattfindet. Das könnt ihr auch von zu Hause aus sehen, mitverfolgen. Wir vermissen euch natürlich, aber wir kümmern uns um euch genauso gut. Und Rachel und ich sind dann zusammen auch mit dabei. Alle diese Leute warten darauf, was wir für sie vorbereitet haben. Und ich auch. Ich freue mich natürlich auf alles, was ich nicht erwarten kann. Also Michelle, Alex, ich weiß nie, wie ich darauf antworte, weil ich immer überrascht werde. Und wenn ihr zu Hause seid und noch nie hier gewesen seid, wie ist es? Wie ist das Gefühl? Diese mythische Bühne hat so viele Leute. Man sieht ein Meer an Gesichtern und man sieht etwas, was vielleicht einem etwas Angst macht. Aber nein, das sind Gesichter, die offen sind und glücklich und begeistert sind, auch Freundschaften zu schließen, wie wir das in den Eröffnungsvideos gesehen haben. Es gibt keine Fremden auf der BlizzCon. Es gibt nur Freunde, die man noch nicht kennengelernt hat. Und ich freue mich so, wenn ich mit Leuten ein Gespräch anfange, wo sie herkommen, was sie machen, was BlizzCon alles anzubieten hat. Und BlizzCon ist eines meiner Lieblingsconventions, denn das ist nicht nur eine gemeinsame Feier mit unserer gemeinsamen Leidenschaft, aber es ist etwas, was wir auch in unserer Haltung teilen, durch unsere Haltung
Gedanken teilen. Einfach dieses Zusammensein feiern, Familie sein feiern. Und ich kann jetzt hier auf dem All Access Channel mit euch sprechen. Das ist fantastisch. Wenn ihr natürlich auch von zu Hause hier sein könntet, hättet ihr es gemacht. Aber wir wollen alles tun, damit ihr euch wirklich wohlfühlt und dabei mitmacht. Ich liebe es, dass sie auf alles vorbereitet sind. Alles. Auf alles vorbereitet. Und Anna, Hashtag BlizzCon Reveal, ja, sie ist auch mit dabei, sie macht da auch mit. Und sie ist aber nicht nur die einzige Reporterin. Jetzt gehen wir zur Overwatch Arena mit Rachel und mit dem Alex Golden Boy Mendes. Michelle, wir sind hier bei der Payload. Diese Arena ist voller Hype hier. Und wir haben nicht nur Freunde. Und der Beste hier ist unser Master Ceremonies Golden Boy hier für die Overwatch. World Cup Spiele. Wir haben die ganze Liga, die ganze Saison angeschaut. Und als Fan, was ist denn hier der Unterschied in der Liga im Vergleich zur World Cup hier? Also, erstens macht es sehr Spaß zu sein. Und what up, Marina? Und jetzt, nachdem ich das gesagt habe, jetzt also der große Unterschied zwischen Overwatch League, die besten Spieler der Welt kommen hier zusammen und spielen gegeneinander, aber es ist auch eine Feier. BlizzCon ist eine Feier für Blizzard, aber auch für Overwatch. Und der World Cup ist so was Wunderbares für alle Fans, die Möglichkeit hier für das Lieblingsland zu spielen und für die zu gehen, also Finnland, auch wenn es Finnland ist, Südkorea, Kanada, ganz gleich, was ihr wollt. Das macht es zu etwas ganz Besonderem und was Besseres. Das gibt es einfach nicht. Moment. USA. Musste ich einfach mal. Okay, ich habe zwar Finnland gesagt, ich bin aber natürlich für USA hier, das ist ja wohl klar. Und wir haben darüber gesprochen, dass das eine Feier ist, kommt auch was Gutes, also macht euch was Lustiges, ein bisschen Spaß haben. Ja, also ich habe darüber nachgedacht, ich bin für Reinforce, wir haben Goober X, wir haben ZB und Jake. Jake können wir natürlich nicht vergessen. Und was unseren Tisch anbetrifft, wir machen schon ein paar verrückte Sachen. Es war absurd, wir machen vielleicht ein bisschen Pyrotechnik, aber es wird auf alle Fälle großartig sein. Und das hätte ich eigentlich nicht verraten sollen. Okay, keine Pyrotechnik, aber wir machen ganz Verrücktes und wir wollen das alle hier nicht verpassen. Also, so viel Spaß, so viel Begeisterung für E-Sports hier. Recht herzlichen Dank. Danke, dass du unser Gastgeber bist. Noch etwas für die Fans, die Zuschauer, die hier Overwatch sehen wollen. Wird großartig, Leute. Freut euch drauf. Aber ihr müsst, ich muss das einmal machen hier. USA. USA. Ja! Das ist so leicht. Ja, ja, das kann jedes Kind machen hier. Okay, Alice. Ja, die Menge ist vollkommen hier hinter dir. Und wir werden auch ein bisschen E-Sports hier vorstellen. Und wir kommen später nochmal zurück. Aber jetzt kommen Alex und Michelle wieder. Recht herzlichen Dank, Rachel. Oh, Mann. So viel Energie, so viel Spaß. Das ist unglaublich. Danke, Golden Boy. Vielleicht werden wir noch ein bisschen mehr sehen. Okay, Overwatch ist fantastisch. Und jetzt kommt die Blizz Couch wieder. Die Blizz Couch, wo Malik mit Blizzard Global Esport Director Kim Fan hier kurz was vorstellt, um worum es geht. Jetzt kommt eine Tradition, die ich einfach liebe. Director von Global Esport Kim Fan. Ich bin auch ein Fan von dir. Hier haben wir, ich freue mich so, mit dir hier sitzen zu können und über Sports zu sprechen, aber erstmal herzlichen Glückwunsch, das Baby.
Ja, ich bin diesmal als Mami hier bei BlizzCon. Aber ist erst 2,5 Monate alt, ist noch zu Hause und konnte gestern sogar ein bisschen schlafen. Okay, fangen wir erstmal mit dem World Cup an. Hast du dir das angeschaut? Ja, ja, konnte ich sogar. Aber das, Malik, du solltest das eigentlich machen. Du hast 3 von 4 Stops gesehen. Du warst in Korea, Los Angeles, in Paris. Und ich weiß, dass du dich auf Frankreich gegen Kanada freust. Aber gibt es was Besonderes, was du hier kurz ansprechen möchtest? Ja, also Südkorea und die restliche Welt. Dieser große Unterschied zwischen dem Spitzenreiter und den anderen wird immer kleiner. Und jedes der 8 Teams könnte hier gewinnen. Natürlich Kanada, Frankreich, die 2, die lieben sich ja nicht gerade, aber vielleicht werden wir jetzt jemand anderen sehen, nicht nur Team Südkorea, die gewinnen werden. Wieder Team USA, schon wieder Team USA. Okay, ja, die werden wahrscheinlich in der Arena schon USA anfeuern, aber wie die schon herumlaufen, die sind voller Selbstvertrauen und sie sind jetzt bereit. Ja, ich möchte mal sehen, dass ein anderes Land hier Korea schlägt. Frankreich, Kanada, das ist natürlich das Spiel. Aber die Player auf der globalen Bühne zu sehen, und wenn wir schon über die globale Bühne sprechen, Hearthstone macht etwas anderes dieses Jahr bei BlizzCon. Ja, wir haben die globalen Spiele, das ist also in etwa das Gleiche, hat letztes Jahr angefangen und wir haben das bei Gamescom angefangen und das ist super, dass wir dieses Jahr bei BlizzCon das machen können. Nationaler Stolz, die Spieler und die Teammitglieder und jeder ist für das Land. China wird nicht nur bei Overwatch World Cup repräsentiert, sondern auch in den Global Games, in diesen globalen Spielen. Ja, es war mir schon klar, dass Hearthstone international hier gespielt wird. Und das ist cool, das sich anzuschauen. Okay, ein Spiel, das du mir kennst. Jetzt sind wir bei Heroes of the Storm. Wie fühlst du dich denn darüber? Okay, sprechen wir mal kurz über China. Das Team von China, das aus der Gruppen rausgekommen ist, das haben viele Leute nicht erwartet, denn China erreicht nie die höheren Stufen. Aber was wir hier sehen wollen, worüber jeder spricht, sind die 2 Titanen, die 2 Rivalen. Das ist Genji von Korea und das war früher MVP Black. Das waren die Champions vom vergangenen Jahr und die wollen Team Dignitas sehen. Das ist das beste Team in Europa. Und die 2 Teams, jeder erwartet, dass Genji hier gewinnen wird, aber die haben sehr Mid-Season Brawl hier im Best of 7 aufeinander getroffen. Und ich nehme an, dass Team Dignitas jetzt stark wieder zurückkommt und den ersten BlizzCon-Titel bekommen wird. Aber ihr müsst ja auch mal für auf jemanden auf Miracle mal kurz schauen aus Korea. Ich weiß, in Overwatch nennt ihr das, das Dark Horse hier. Aber das war das einzige Team, das Genji hier gegen Genji gewonnen hat. Nicht nur einmal, sondern sogar 2-mal. Okay, also wir müssen einen Blick auf Miracle werfen. Und da werden wir sehen, ob sie gewinnen werden. Ja, ich werde da ganz genau drauf schauen. So, dann machen wir mal weiter mit unserer Arena. Das ist bei BlizzCon. Das läuft jetzt schon sehr, sehr lange in der Arena. Okay, wo sollen wir denn drauf schauen auf Wild Arena? Es gibt also bei WoW gibt es sehr viele Favoriten. Sidu wäre natürlich unser Lieblingsspieler. Jeder liebt Sidu. Letztes Jahr hat er es nicht geschafft, aber er ist wieder da mit Method Orange. Und wir freuen uns alle darauf, dass er wieder da ist. Aber Lieblingsteam, Marquee Match, das wäre natürlich die Gosu Crew, Nordamerika-Team, gegen wahrscheinlich das beste WoW Arena-Team, Black. Und das sind wirklich Rivalen, diese 2 Teams. Die haben die besten WoW-Spieler und die wollen wissen, sind sie besser als was bei Method Black?
Das ist die Schlacht. Wer ist der beste WoW-Spieler? Wer ist das beste Team? Darüber sprechen wir alle in der ganzen Eröffnungswoche. Da müsst ihr einfach zuschauen. Und natürlich auf der World of Warcraft-Bühne haben wir Mythic Dungeon Invitational, die auch stattfinden. Das ist super. Sehr große Repräsentanten von der ganzen Welt. Andere Regionen sind vielleicht sogar noch besser als je zuvor auf den Faceboards. Und wir sind wirklich begeistert, was das alles anbetrifft. Ja, das ist ja cool, dass Battle of Atheros hier zu uns gebracht hat. Aber jetzt kommt unser nächstes Spiel und das ist StarCraft. Und da wird sehr viel über BlizzCon gesprochen. Möglicherweise nicht koreanischer Gewinner. Und da haben wir Cyril und Maru, der ist immer noch ganz oben ist. Und wie sieht's aus? Wir haben hier perfekte Spannung. Sprechen wir mal kurz über Cyril. Cyril hat wirklich die beste Chance, hier BlizzCon zu gewinnen. Er ist ganz, ganz oben in den Standings. 14.000 Points, der nächste hat nur 3.000 Punkte. Cyril hat viermal insgesamt gewonnen. Das ist unglaublich. Viermal. Unglaublich. Und er will die Trophäe natürlich wieder gewinnen. Auf der anderen Seite der Welt haben wir Maru, der die Koreaner dominiert. Er ist die Nummer 1 dort. Und er hat jede Championship gewonnen. Das ist unglaublich in Korea, wenn man gegen die Allerbesten spielt. Die zwei Titanen weltweit hier werden. Wir wollen sie natürlich sehen, wir können es noch nicht voraussehen, aber es ist alles möglich bei StarCraft. Alle Spieler sind unglaublich gut, aber wir möchten natürlich wissen, wer hier den Titel hat. Das war ein Jahr der Rekorde, oder? Und das ist einfach verrückt. Ja, ganz ehrlich, wenn Cyril hier gewinnt, dann schreiben wir Geschichte. Ihr alle werdet hier Geschichte sehen, wenn das hier geschieht. Okay, Kim, bevor wir hier abschließen, gibt es noch etwas, worauf du dich besonders freust bei BlizzCon? Am Samstag natürlich die Finals, aber heute, ich freue mich am meisten natürlich, StarCraft Remastered Showmatch. Ich mag StarCraft und RTS und das sind die Gewinner. Das ist Rain gegen den Champion von Korean StarCraft League. Last heißt. Also haben wir hier ein Matchup, das ist wirklich freuen. Das wäre fantastisch. Das ist fantastisch, Kim. Danke, dass du hier warst auf dem All Access Channel. Und Leute, ich freue mich darauf, euch auf dem Laufen zu halten. Aber bis jetzt wieder zurück zu unseren Gast geben, Alex und Michelle. Hey, wunderbar, Kim zu sehen. War früher mal auch eine unserer Hosts. Und okay, Leute, so viel bei E-Sports. Das ist unglaublich. Das war intensiv. Also alle außer Diablo haben hier Mannschaften. Und Kim hat gesagt, Rain gegen Last. Das ist unser Match hier. Und diese Spieler, die bekommt man meistens nicht zusammen. Aber das ist fantastisch bei StarCraft. So viel Talent. Und jetzt zurück zu Anna, die mit Executive Producer Sarah Lynn Smith von BlizzCon zusammensteht. Hier haben wir Sarah Lynn Smith, Executive Producer von BlizzCon. Das erste Jahr als Executive Producer. Das ist fantastisch. Siebtes Jahr bei Blizzard, erstes Jahr in dieser Rolle und ich liebe es. Das ist was ganz Besonderes für Blizzard und alle Mitarbeiter. Wir planen im Januar. Tausende von Mitarbeitern sind hier. Ein riesen BlizzCon-Team. Ich fühle mich fantastisch, bin begeistert und sehr stolz auf unser Team. Das ist unser 12. BlizzCon
und so viel Talent, so viel Liebe, also fantastisch, wirklich. Als Executive Producer hast du überall etwas zu tun und du hast eine Perspektive, die wahrscheinlich einzigartig ist. Was ist denn für dich das, was dir am meisten gefällt? Wahrscheinlich Dark Moon Fair oben, aber ich will auch sehen, was die Community hier zur Show bringt. Ich freue mich auf unsere Cosplayer, die E-Sports-Profis und die Casters auf der Bühne. Aber ich liebe alle Geschichten, diese menschliche Verbindung. Gestern war ich beim Benefizessen und habe von einer Frau und einem Mann gehört, die sich persönlich hier bei BlizzCon kennengelernt haben. Ein Armee-Veteran, der eine Zeit lang in Deutschland war, der wollte vor allem die Geschichte haben, damit er an der Ostküste mitspielen kann. Es war wunderbar. Jetzt kommt die Eröffnungszeremonie und freuen wir uns wirklich drauf. Kannst du uns ein bisschen andeuten, worum es hier geht? Oh, da kommt so viel. Also ihr müsst auf alle Fälle dabei sein. Mike fängt an und dann kommen mehrere Bühnen, die alle teilnehmen. Und ich glaube, mehr kann ich hier nicht verraten. Schaut es euch an. Danke. Und ich freue mich auf die Eröffnungszeremonie. Sarah Lynn Smith, dass sie den Job hat, das liebe ich wirklich so als Produzent für die ganze Show. Das ist ja nur ein kleiner Job hier. Ist ja nicht viel zu tun, oder? Ja, Minijob hier. BlizzCon hier auf die Bühne zu bringen. Okay, und jetzt kommt ein On-Demand-Video, das ihr haben könnt auf BlizzCon.com. Faces of War, Battle of Azeroth. So, today is fun. Today is something kind of new for us. We're in the Activision Capture Studio up here in Santa Monica. This is a facility where we can do motion capture and video and texture reference of actors. We're over on the facial capture stage, and what we're doing is we brought in our actor, Jordy, who's playing Anduin, and we basically have him sitting inside a sphere of cameras. It looks more scary than it actually looks. Oh. Looks exciting, though. The cameras are all synchronized together, and so Jordy's going through all these stages of different emotional states. What we need is that moment of realization, the calm. By sort of striking different poses, we can basically capture a whole range of different types of muscle movements in the face, from the areas around your mouth to the eyebrows, up, down, sorrow, joy, happiness, you name it. In the past, we've spent a lot of time trying to go for building a character from scratch. And that is an amazingly fun process. But you can take a long time finding your way. So creating a digital scan of an actor, that gives us something real to start with. And then recording our performance gives our animators a very inspirational point of reference as they bring the character to life. Cut, hold that. Nice, let me see how that one looks. We were extremely lucky to find Jordy Holobar. Not only is he really good at the performance side of it, but he also looks enough like the character that we can kind of push and pull things around and stylize his face until it really fits in the World of Warcraft. Yeah. You're cheering everybody on for the Alliance. You know? Yeah, yeah. Relax. Awesome. Not only can you see the budding of a very good actor in Jordy, but you also get the sense that he's a genuine person. I think we could have cast somebody a little bit older, potentially with some more experience as an actor, but I don't think that would have rung as true as finding a young man. This is sort of his coming of age, where now he's in charge of this really big army, and he's faced with a choice. Am I going to follow in my dad's footsteps, or am I going to be my own kind of king? And so there's an uncertainty to the character that, you know, by the end of the movie, hopefully gives way to a purposefulness, you know? And we just really felt like Jordy had those qualities. And action. We're always going back to humans. We're going back to the references that we can find in the real world, whether it's an actual human behavior or simply a stone wall. Once we've done that, that's where the creative freedom starts.
Well, it's all acting, you know. Animators are actors. They act through their characters, and it's kind of a slow motion process, but they do have to inhabit those roles. If we have to find our own way, there's a lot of trial and error. There doesn't seem to be any real good substitute for somebody coming in and just bringing all of their instincts to bear, and in just a moment, you can capture something that feels completely natural. Right now, you're twisting, and this arm kind of goes away. Maybe this arm can be kind of like out like that. Yeah. Shooting reference for animation isn't a new thing by any means. Disney did it back in the day. They would shoot on film, of course, but it really is the same process at its core. It's relying on the intuition of actors, of real human beings, to try to be in a moment and give you something that feels true, that feels natural. Yeah, I think it's great stuff, Jordy. And so we recorded on video, and we put our helmet cam on, and we get all our tracking dots, and we run it off our phone, and we get these amazing close-ups where we can see every little thing that the actor's face is doing. But it's still, in the end, the same thing that they were doing back in the day. What we're doing is just, you know, applying the latest tools to that process. For the Alliance! And cut. Nice. Great. We are less than 10 minutes away from the start of opening ceremonies, which is bonkers. I'm so excited for everything. But real quick, let's find out what you're most excited to see at this year's show. Here are the results of our first all-access hashtag battle. Whoa! It looks like BlizzCon Reveals is beating out everything at 80%. I know Malik wanted BlizzCon Esports. I think I won. I think this is just for, you know, people looking forward to the reveal, and then they're going to be all about Esports. Or the panels. I can see this completely flipping once all the reveals are happening. Then they're like, do this a little later. And it's like 100%. I just want to see the panels. Because that's the best thing about opening ceremonies, right? Is they're like, and this is happening. You're like, what does that mean? Right. How do I? And then later they're like, all right, here's an hour. We'll tell you what that actually means. I remember the first year Overwatch was revealed, and they showed the video of it, and everyone was like, is that a movie? What's happening? Yeah. And then you have to go to the panel to find out everything about it. Yeah, that's always good when we get to do the deep dive, so it's going to be fun. Yeah, for sure. And we've got people coming to the desk as well, but we're going to be having more of these hashtag battles in a little bit. We've got a question for you coming up, but in the meantime, if you're watching with us at a viewing party for BlizzCon, or even better yet, if you're cosplaying at a viewing party, take some pics and send them to us, and use the hashtag BlizzCon. We might actually show our favorites on the stream throughout the day. So definitely want to see your cosplay. Oh yeah, for sure. Now we Jetzt, wir wollen euch erinnern, dass ein kostenloser Preview ist, der geht bis 12.30 Uhr. Ab dann habt ihr Zugang mit dem virtuellen Ticket, das könnt ihr jetzt kaufen. Das gibt euch Zugang zu allen Hallen, zu allen Diskussionsrunden, zu allen Talenten, Kostümen, auch natürlich dann die Abschlusszeremonie. Und ihr habt dann auch Bonus für alle Blizzard Franchises, ihr habt Zugang zu den On-Demand-Videos, von denen wir gesprochen haben, auf BlizzCon.com. Ihr könnt auch alle mit Alex beispielsweise die